Es war einmal eine alte Geiß, die hatte 7 junge Geißlein und hatte sie so lieb, wie eine Mutter ihre Kinder lieb hat. Eines Tages wollte sie in den Wald gehen und Futter holen. Da rief sie alle 7 herbei und sprach: Liebe Kinder, ich will hinaus in den Wald. Seid auf eurer Hut vor dem Wolf. Wenn er hereinkommt, so frisst er euch alle mit Haut und Haar. Der Bösewicht verstellt sich oft, aber an seiner rauen Stimme und an seinen schwarzen Füßen werdet ihr ihn gleich erkennen. Liebe Mutter, wir wollen uns schon in Acht nehmen. Da meckerte die Alte und machte sich auf den Weg. Es dauerte aber nicht lange, so klopfte jemand an die Haustür und rief: Macht auf, ihr lieben Kinder! Eure Mutter ist da und hat jedem von euch etwas mitgebracht. Wir machen nicht auf. Du bist unsere Mutter nicht. Die hat eine feine und liebliche Stimme. Aber deine Stimme ist rau. Du bist der Wolf. Da ging der Wolf fort zu einem Krämer und kaufte sich ein großes Stück Kreide. Die aß er und machte damit seine Stimme fein. Dann lief er zurück und rief an der Haustür: Macht auf, ihr lieben Kinder! Eure Mutter ist da und hat jedem von euch etwas mitgebracht. Aber der Wolf hatte seine schwarze Pfote in das Fenster gelegt. Das sahen die Geißlein und das Jüngste rief: Wir machen nicht auf! Unsere Mutter hat keine so schwarzen Pfoten wie du! Du bist der Wolf! Mäh! 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 Da lief der Wolf zu einem Bäcker und sprach: Ich habe mich an den Fuß gestoßen. Streiche mir Teig darüber. Und als ihm der Bäcker die Pfote bestrichen hatte, lief der Wolf zum Müller und sprach: Streu mir weißes Mehl auf meine Pfote. Nein, du willst mich betrügen, das tue ich nicht. Wenn du es nicht tust, so fresse ich dich. Da fürchtete sich der Müller und machte dem Wolf die Pfote weiß. Nun ging der Bösewicht zum dritten Mal zu der Haustür, klopfte an und sprach: Macht mir auf, liebe Kinderchen. Euer liebes Mütterlein ist heimgekommen und hat jedem von euch etwas aus dem Walde mitgebracht. Zeig uns erst deine Pfote, damit wir wissen, ob du unser liebes Mütterchen bist. Da legte er die Pfote ins Fenster, und als sie sahen, dass sie weiß war, so glaubten sie, dass es ihr Mütterchen sei, und machten die Tür auf. Wer aber hereinkam, war der Wolf. Sie erschraken und wollten sich verstecken. Das eine Geißlein sprang unter den Tisch, das zweite ins Bett, das dritte in den Ofen, das vierte in die Küche, das fünfte in den Schrank, das sechste unter die Waschschüssel, das siebente in den Kasten der Wanduhr. Aber der Wolf fand sie und machte nicht lange Federlesens. Eins nach dem anderen verschluckte er. Nur das Jüngste in dem Uhrkasten, das fand er nicht. Als nun der Wolf seinen Appetit gestillt hatte, trollte er sich fort, legte sich unter einen Baum und fing an zu schlafen. Nicht lange danach kam die alte Geiß wieder heim. Die Haustür stand sperrweit offen, Tisch, Stühle und Bänke waren umgeworfen, die Waschschüssel lag in Scherben, Decken und Kissen waren aus dem Bett gezogen. Die alte Geiß suchte ihre Kinder, aber nirgends waren sie zu finden. Sie rief sie nacheinander bei Namen, aber niemand antwortete. Endlich rief eine feine Stimme: Mäh, liebe Mutter, ich stecke im Uhrkasten. Die alte Geiß holte es heraus und es erzählte der Mutter, dass der Wolf gekommen wäre und die anderen Geißlein alle gefressen hätte. Da könnt ihr euch denken, wie sie über ihre armen Kinder geweint hat. In ihrem Jammer lief sie hinaus, das Jüngste folgte ihr, und als sie auf die Wiese kamen, lag da der Wolf unter einem Baum und schnarchte, dass die Äste zitterten. Sie betrachteten ihn von allen Seiten, und die Alte sah, dass sich in dem angefüllten Bauche des Wolfs etwas regte und zappelte. Sie sagte: Sollten meine lieben Kinder, die er zum Abendbrot hinuntergewürgt hat, noch leben?
Lauf rasch nach Hause, Kleines, und hole mir Schere, Nadel und Zwirn. Ja, ja, liebes Mütterchen. Als das jüngste Geißlein zurückgekommen war, schnitt sie dem Ungetüm den Wanst auf, und kaum hatte sie einen Schnitt getan, da streckte auch schon ein Geißlein den Kopf heraus. Und als sie weiterschnitt, sprangen nacheinander alle sechs Geißlein heraus und hatten nicht einmal Schaden gelitten. Denn das Ungetüm hatte sie in der Gier ganz hinuntergeschluckt. Das war eine Freude. Die Alte aber sagte, jetzt geht und sucht Wackersteine. Damit wollen wir dem Wolf den Bauch füllen, solange er noch im Schlafe liegt. Da schleppten die sieben Geißlein in aller Eile die Steine herbei und steckten sie in den Bauch. Da nähte ihn die Alte in aller Eile wieder zu. Als der Wolf endlich ausgeschlafen hatte, wollte er zu einem Brunnen gehen und trinken, weil er so großen Durst hatte. Als er aber anfing zu gehen, da stießen die Steine in seinem Bauch aneinander und er rief, was rumpelt und bumpelt in meinem Bauch herum? Ich meinte, es wären sechs Geißelein. So sind's lauter Wackerstein. Und als er an den Brunnen kam und sich über das Wasser bückte und trinken wollte, da zogen ihn die schweren Steine hinein und er musste jämmerlich ersaufen. Als die sieben Geißlein das sahen, da kamen sie herbeigelaufen und riefen laut, dann tanzten sie mit ihrer Mutter vor Freude um den Brunnen herum.